Ja, wir haben ja einen relativ bekannten oder sehr bekannten Fußballer in unserer Nachwuchsabteilung gehabt, so vor 11, 15 Jahren. Antoni Rüdiger, der jetzt eben beim FC Chelsea spielt. Ja, ist für uns als kleiner Verein natürlich eine super Sache, wenn aus unserer Jugendabteilung, auch wenn er nur ein Jahr hier gespielt hat, aus unseren Reihen hervorgegangen ist und so einen sportlichen Werdegang hat. Und da habe ich mir überlegt, das sollten wir ausnutzen und in Verbindung mit ihm eine soziale Aktion zu machen. Und er hat zwei Trikots zur Verfügung gestellt, unterschrieben vom FC Chelsea und von der Nationalmannschaft. Und die versteigern wir halt für eine gute Sache, nämlich für das Hospiz hier in der Nähe in der Delbrückstraße. Ich bin unglaublich stolz. Also das Rikam Hospiz ist entstanden durch die große Unterstützung von Bürgern, von Bürgerinnen, von ganz vielen Menschen aus Neukölln. Das ist 23 Jahre her und seitdem haben wir eine riesen Unterstützung aus Neukölln. Und dass wir jetzt in wirklich schwierigen Zeiten, dass ein Sportverein, ein Fußballverein aus Neukölln, mit dem wir theoretisch noch keinen Kontakt hatten, auf uns zukommt, mit so einer klasse, wahnsinnigen Aktion, ich finde das großartig. Also ich finde es schön, wenn ein Verein über diesen sprichwörtlichen Tellerrand hinausguckt und in vielen Bereichen immer mal hilft. Und dann, es macht ja Spaß, zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie sich ein Hospiz freut, dass da was kommt. Also nicht nur, dass Fußballer und auch, ich sag mal, bestimmte prominente Sportstars das ja gerne machen, aber dass auch wirklich auf den Kontakt von Marco Lutz, dass der Antonio Rüdiger sofort reagiert hat, dass sein Spielerberater gesagt hat, sie machen das mit. Das zeigt nochmal, wie verbunden er auch ist mit seiner Jugend, mit seiner Heimat und dass er weiß auch, wie wichtig das ist und wie gut es ist, immer noch zu helfen und zu unterstützen.